Ja, hallo zusammen. Wir hatten im anderen Video einen kleinen Luftpumpenprüfstand gesehen. Und Prüfstand alleine ist natürlich nur die halbe Miete. Den haben wir ja nicht zum Spaß, sondern um auch mal Pumpen durchzuchecken. So, jetzt habe ich einfach mal mir eine Pumpe kommen lassen, die ich bislang noch nicht im Einsatz hatte, um ein Testgerät zu haben. Ich zeige es euch mal näher. Das ist die Risan oder Risun. Ich kenne jetzt die Marke nicht so. Ich kann es euch nicht sagen, wie man es spricht. LP60, und da haben wir eine Angabe von 70 Liter pro Minute und 50 Watt. Ich denke, man sieht es. Okay. So, das ist die Pumpe. Ist ein Metallgehäuse. Sieht jetzt rein optisch ganz vernünftig aus. Und schauen wir noch mal nach, was denn so auf dem Karton steht. So, da sehen wir die zweitunterste Zeile. Steht noch mal im Prinzip das gleiche da. 50 Watt, 70 Liter, 0,037 Megapascal MPa bei maximal 3,50 Meter. Wassertiefe oder Gegendruck. Okay, das deckt sich mit dem, was auf der Pumpe selber steht. Jetzt können wir mal schauen. Und zwar auf der Rückseite. Auf der Rückseite ist es bei manchen Herstellern einigermaßen schick gemacht. Und zwar, dass man da die Diagramme dazu hat. So. Also, wir haben die LP60, da sehen wir hier. Links sind die Gegendrücke in Megapascal und rechts seht ihr hier Liter pro Minute Luft. Also, gehen wir einfach rein. 0,215 hier, 0,15, 0,20. Das ist jetzt leider ein bisschen schlecht zu sehen, weil man nicht genau erkennen kann, wo denn jetzt das hin soll. Also 0,05, ist es hier an der Linie, ist es hier dazwischen? Okay. Dann gehen wir mal hin. Wir haben, ja, wir testen meistens mal mit 0,02, 200 Millibar. Da wären wir hier bei, ja, also 40 Liter pro Minute oder mehr, je nachdem, wie man jetzt die Linie interpretiert. Ist jetzt wirklich, ich finde es ein bisschen unsauber, weil man nicht genau sieht, vielleicht sind die auch beim Drucken verrutscht, wo denn das jetzt hingehört. Das hier würde mit der Linie einigermaßen matchen. Das hier hängt hier in der Luft, also ein bisschen schlecht beschriftet aus meiner Sicht. Okay, nichtsdestotrotz schmeißen wir die Luftpumpe mal an und gucken, was passiert. Also, Erwartungshaltung wäre in etwa 40 Liter pro Minute bei 200 Millibar 0,02 Megapascal. So, jetzt gehen wir, wie ich so schön, immer so schön sage, in medias res. Also jetzt wollen wir sehen, was ist wirklich Sache. Dazu schließen wir die Pumpe an. Okay. Alles ein bisschen noch näher dran, dass wir auch was sehen, beziehungsweise wenn es nicht reicht, nehme ich nachher die Kamera auf die Hand. Dann Stromversorgung. Okay, läuft. Geräuschkulisse, ja, also von der Pumpe her eher laut,
Vergleich zu anderen in der Kategorie. Jetzt nehme ich mal die Kamera runter und wir gehen näher dran und schauen mal nach. Gegendruck haben wir ziemlich genau die 0,2 bar, also 200 Millibar. Und hier haben wir 30, 31 Liter pro Minute. Und hier sind wir bei 33 Watt. Okay, also wir haben, ich sag mal, 31 Liter pro Minute und 32 Watt bei 200 Millibar. Das ist okay, das ist so diese 1:1 Parität, also 31, 32 Liter pro Minute mit 32 Watt ist jetzt kein schlechter Wert, ein gängiger, ich sag mal, ja, ein durchschnittlicher Wert. Wir schalten mal ab. Muss ich nicht so laut sprechen und ihr hört mich besser. So, mache ich noch mal ein bisschen Platz. Und wir schauen hier noch mal drauf. So, also die Kurve LP60 ist die hier. Und wir sind bei 30. So, bei hier. Also das haut irgendwie nicht hin. Entweder ist die Sache verwirrend gezeichnet oder einfach nicht ganz zutreffend. Also LP60 haben wir und wir haben bei 200 Millibar 31 Liter gemessen. Kommen wir mal von der anderen Seite. Hier sind die 30. Wir fahren hoch. Das wäre ein Gegendruck hier. Also da hätten wir schon einen Gegendruck von über 250 Millibar. Und wenn wir nochmal die Ausgangskenngrößen nehmen. (50 Watt und 70 Liter pro Minute). Dann wird man ja irgendwie mehr erwarten. Das heißt, diese Werte sind ohne Gegendruck möglicherweise. Das können wir ja checken. Also da steht 50 Watt, wir haben 32 Watt und 70 Liter pro Minute. Wir waren jetzt bei 31. Also, leider steht da nicht dabei, bei welchem Gegendruck, deshalb sind die Werte relativ wertlos. Wir machen es jetzt mal so, von der Höhe der Werte wäre zu erwarten, ist es ohne Gegendruck oder bei sehr geringem Gegendruck gemessen. Das überprüfen wir jetzt nochmal. So, dazu mache ich den Kugelhahn mal ganz auf, also kein zusätzlicher Gegendruck. Natürlich die Verrohrung und der Flowmeter hat auch einen kleinen Gegendruck, aber wir schauen mal, wo wir landen. Okay. Das war jetzt deutlich mehr über unseren 50 Litern. Leider ist jetzt dieses Messgerät, dieses Flowmeter nur bis 50 Liter pro Minute. Das war darüber hinaus. Und
Der Stromverbrauch waren irgendwie 43 jetzt zu Beginn. Wir haben auch einen kleinen Widerstand, wie gesagt. Also es könnte hinkommen, dass jetzt tatsächlich der Hersteller hier bei diesen Angaben davon ausgeht, dass die 70, dass die 50 Watt und die 70 Liter pro Minute ohne Gegendruck zu verstehen sind. Dann könnte es in etwa hinkommen, das können wir jetzt nicht exakt nachmessen. Nur diese Werte sind ja relativ wertlos, weil das ist nicht der Betriebspunkt, den man fahren möchte, wenn man jetzt so eine Luftpumpe einsetzt. Also deshalb für mich eher verwirrend, deckt sich jetzt auch nicht mit anderen Qualitätspumpen. Auch das Diagramm hier. Das Diagramm hier hatte definitiv nicht gepasst mit dem, was wir gesehen haben. Was man aber sagen kann, ist die 32 Watt in etwa bei 31 Liter, also in etwa eine Parität, also ein 1:1 Verhältnis, ist okay, ist jetzt nicht wahnsinnig effektiv, das geht besser, aber auch nicht schlecht. Ja. Soll heißen, es ist jetzt so ein gemischtes Bild, das, was die Pumpe zum Beispiel jetzt hier bei 2 Meter bringt, also bei 200 Millibar, ist okay, kann man echt damit leben. Allerdings, wenn man jetzt das Diagramm anguckt oder auch die Tabelle, dann findet sich das jetzt hier in der Praxis überhaupt nicht wieder, was uns der Hersteller sagen möchte. Von daher, ja, die Tabelle ist wohl ohne Gegendruck, dann können sie stimmen, okay. Aber die Diagramme, die Kurven, die sind irgendwie möglicherweise in der Achse verrutscht. Die passen einfach nicht zur Realität. Gut, wir werden dann noch andere Pumpen anschauen, ob sich da besser verhält. Bin da optimistisch, dass es auch positive Gesamtbilder gibt. Diese Pumpe für mich, wie gesagt, ist okay, wenn man weiß, was wirklich geht. Ich werde sie natürlich wieder zurückschicken. Ich weiß jetzt, kenne jetzt ihre Kenndaten, werde sie noch ein bisschen untersuchen. Aber ist jetzt für mich von der Effektivität her nicht überzeugend. Ich suche ja Luftpumpen, die jetzt wirklich ein sehr gutes Verhältnis haben. Da zählt die nicht runter. Als gute Standardpumpe, was jetzt die Leistungswerte betrifft, kann man sie durchgehen lassen, definitiv. Also ich möchte die Pumpe keinesfalls kritisieren. Langlebigkeit weiß ich nicht, können wir jetzt auch nicht testen in der kurzen Zeit. Das ist im Prinzip jetzt eine 30er-Pumpe, ja, nach meinem Verständnis. Die Pumpe macht bei 2 Meter ungefähr gute 30 Liter Luft. Und bei den meisten renommierten Herstellern wäre das jetzt eine 30er, 40er Luftpumpe, wird hier verkauft als LP60. So viel dazu, hatte ich ja schon im Einführungsvideo mal gesagt, dass diese Angaben keineswegs genormt sind. Da kann jeder Hersteller draufschreiben, was er möchte. Die kann ich als 100er deklarieren, als 20er, was auch immer. Das ist ja wertfrei und nicht irgendwie standardisiert. Gut, okay, das war's. Da haben wir ein Bild bekommen. Wie gesagt, muss keine schlechte Pumpe sein, aber irgendwie gibt es eine gewisse Diskrepanz in den Kurven. Und ich werde weitere Pumpen angucken. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, macht einen Daumen hoch, lasst ein Abo da, wie auch immer. Ihr habt die Wahl. Ich wünsche euch noch alles Gute, tut euch den Fischen was Gutes und bis in Kürze. Tschüss.